Die neue Spieleraufgabe zu Giovanni Lo Celso hat uns auf den ersten Blick echt nicht so gut gefallen. Doch wir zeigen dir in diesem Video, warum die Karte gar nicht mal so schlecht ist und warum man sie vielleicht doch abschießen sollte. Lo Celso ist Argentinier und spielt für Villarreal in der spanischen Liga. Das ist für die Linkbarkeit schon mal ziemlich nice, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Er hat 4 schnelle Skills, was solide ist, 3 schnelle Weakfoot sind nicht ganz so stark, dafür hat er für den 8er gute Arbeitsraten mit hoch. Die Ingame-Sets sind natürlich nicht überragend, aber er kann an sich eigentlich alles. Er ist nicht der schnellste, der Schuss ist in Ordnung, dafür sind Pass und Dribbling solide. Er kann auch ein bisschen verteidigen, bei der Physis ist die Ausdauer leider ein Problem, hier hat er nur 83. Allerdings gibt es auch andere Karten, die nicht nur gute Ausdauer haben und trotzdem viel gezockt werden. Mit dem Shadow sieht Lo Celso echt gar nicht mal so schlecht aus, hier bekommt er ein sattes Tempo- und Defensiv-Upgrade. So ist er wirklich ein komplett ausgeglichener 8er. Wie gerade schon angesprochen, ist Lo Celso wirklich gut linkbar. Neben zahlreichen orangen Links hat er wirklich sehr, sehr viele starke grüne Links. Alle Karten, die du in diesem Team siehst, haben einen Strong Link zu Lo Celso. Das ist echt nicht schlecht. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, okay, schön und gut, die Karte ist nicht schlecht, aber außer der Liga gibt es doch bessere. Und naja, nicht wirklich. Wir haben mal geschaut, welche Achter es gibt für unter 200.000 aus der Liga. Gerade so bei 200k ist De Jong in der Live-Version, der ist nicht viel besser und beim Schuss schlechter. Dann gab es Coquelin als für Birthday SBC für 100.000, der ist halt offensiv deutlich schwächer. Und auch ein guter Achter ist Lorente Normal für 16.000, der hat eine starke Karte, ist aber in einigen Sets auch nochmal schwächer. Es gibt auf jeden Fall bessere Alternativen aus der Liga, aber die sind auch wirklich deutlich teurer. Kommen wir jetzt noch zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt. Lo Celso kann sich ja auch noch weiter upgraden und das sogar sehr wahrscheinlich und sehr bald. Er wurde ja erst im Winter an Villarreal verliehen, aber hat da bis jetzt immer gespielt. Das eine Upgrade hatte also relativ safe. Dass Villarreal 1 der 5 Spiele gewinnt, sollte auch relativ klar sein. Sie sind aktuell Platz 7 und haben aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen. Ein Tor oder eine Vorlage hat Lo Celso bislang noch nicht gesammelt, allerdings spielt er bei Villarreal ziemlich offensiv, das könnte dann also durchaus mal an der Zeit sein. Und mit diesen Upgrades sieht er dann echt nicht schlecht aus. Selbst wenn man ihn nur für SBC-Footer macht, bekommt er wahrscheinlich ein 90er Gesamtrating und das ist ziemlich stark. Lasst euch jetzt gerne mal ein Like und einen Kommentar da, wenn dir das Video bisher gefallen hat, so kannst du uns wirklich unterstützen. So, nachdem wir uns die Karte jetzt mal genauer angeguckt haben, schauen wir jetzt nochmal noch kurz, wie man die Aufgabe überhaupt abschließen kann. Man muss hier wieder den Modus kluge Käufe spielen und braucht ein Team, wo kein Spieler über 2000 Münzen gekostet haben darf. Das alles ist aber sehr ähnlich zu der letzten Aufgabe zu Simon, schau dir das Video auf jeden Fall mal an, da erklären wir das genauer. Mit dem passenden Team musst du dann in 7 Spielen per angeschnittenen Schuss treffen, diesen führst du mit Kreis und R1 aus. Also du musst auf jeden Fall 7 Spiele machen, von denen gewinnst du am besten 5. Dann brauchst du 2 Tore von außerhalb des Strafraums. Hierzu haben wir mal ein ausführlicheres Video gemacht, das findest du in der Infokarte. Hier darfst du auch 2 Tore in einem Spiel sammeln. Die zweite Aufgabe sollte nebenbei klappen, hier musst du 2 Tore mit Mittelfeldspielern vorbereiten, das ist eigentlich relativ easy. Viele Spiele musst du für Lo Celso nicht machen, du musst darauf achten, dass du in allen Spielen per angeschnittenen Schuss triffst. Dann sollte der Rest eigentlich einfach klappen. Haben wir dich überzeugt, Lo Celso abzuschließen, oder machst du ihn trotzdem nicht? Schreib uns das jetzt unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.